Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der OV-Wochenschau. Mein Name ist Anuschka Bacic, ich bin ganz neu bei der Oldenburgischen Volkszeitung und produziere hier nun Videos. Neu bin ich auch in Vechta, bin gerade hierher gezogen, aber Rasterfechta, das war mir schon vorher ein Begriff. Und damit soll es jetzt auch losgehen, denn unser Sportredakteur Carsten Boning, der gibt uns einen Einblick auf die Spiele an diesem Wochenende und erzählt uns auch direkt was über die Gegner. Vorhang auf zur Heimpremiere. Die Basketballer von Rasterfechta absolvieren am heutigen Freitag ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison in der zweiten Bundesliga Pro A. Zu Gast im Rasterdom sind die Dragons Rhöndorf. Die Partie gegen den Aufsteiger aus Bad Honnef bei Bonn beginnt um 20 Uhr. Der Rasterdom ist natürlich ausverkauft, zum 52. Mal in Folge. 3.140 Zuschauer hoffen auf den zweiten Sieg von Raster. Die Mannschaft von Andreas Wagner ist am vergangenen Samstag mit einem überzeugenden 93-51 Sieg in Hanau in ihre dritte Pro A-Saison gestartet. Die Erwartungen sind entsprechend groß. Andreas Wagner warnt aber davor, den hohen Sieg als Maßstab zu nehmen. Im OV-Gespräch sagte er, die Partie gegen Rhöndorf wird kein Spaziergang. Als Achtelfinalist der Pro B aufgestiegen, hat einen schlechten Start erwischt. Zu Hause gegen Kirchheim gab es ein 59-85. Wir haben ordentlich Lehrgeld bezahlt, sagte Coach Boris Kaminski im OV-Gespräch. Er hofft, dass sein Team am Freitag in Vechta nicht so unter die Räder kommt. Die Partie gegen Rhöndorf ist für Rasterfechta der Auftakt in den ersten Doppelspieltag der neuen Saison. Bereits am Sonntag geht es mit einem Auswärtsspiel beim Ex-Erstligisten Gladiators Trier weiter. Spielbeginn dort ist um 17.30 Uhr. Dort wird es ein Wiedersehen mit Kevin Smith geben, der in der vergangenen Saison noch für Raster spielte. Für die Fans von Rasterfechta ist Trier ein besonderer Ort. Vor exakt 2 Jahren, fast auf den Tag genau, am 3.10.2013, startete Raster mit einem 87-84 Sieg in die erste Bundesliga-Saison. Erste Liga, dort will Raster wieder hin. Ein Sieg gegen Rhöndorf wäre der erste kleine Schritt auf dem langen Weg. Und wer heute Abend auf dem Laufenden bleiben will, was bei Raster passiert, der verfolgt am besten unseren Live-Ticker auf unserer Facebook-Seite. Die Burgmann-Tage, die lockten wieder tausende Besucher nach Vechta und in den Zitadellenpark. Ein wahres Paradies für Mittelalter-Fans. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Wenn es im Zitadellenpark in Vechta zu einer Kriegerschlacht zwischen schwer bewaffneten Rittern kommt, kann das nur eins bedeuten. Es sind wieder die Burgmann-Tage. Schätzungsweise 20.000 Besucher kommen an 2 Tagen zu diesem Ereignis. Hier entsteht ein ganz besonderes Flair. Wir haben heute doch eine starke virtuelle Welt und dieses sinnliche Erfahren, das Riechen, das Mitmachen, das Schmecken und das Direkterleben, auch das Handwerk nochmal direkt erleben, nicht irgendwie in irgendeinem Labor unter irgendwelchen Glasscheiben. Das ist schon eine tolle Sache und die Leute brauchen das für sich, diese direkte Erfahrung. Und das bekommen sie im Mittelalter, durch die Mittelaltermärkte eben auch. Die Schausteller aus Handwerk, Versorgern und Herlagern leben dabei so originalgetreu wie möglich, um den Besuchern ein authentisches Bild vom Mittelalter zu bieten. Ich wollte halt ein spezielles Kettenhemd haben, einen speziellen Ringpanzer hier, für den ich niemanden gefunden habe, der mir den so herstellt, wie ich das haben will. Dann habe ich geschaut, wie ich das denn selber herstellen kann. Und habe mich dabei gar nicht so ungeschickt angestellt und bin da bis jetzt bei geblieben. Und mal schauen, was ich mache, wenn ich mit dieser Rüstung hier fertig bin und dann eigentlich nicht mehr arbeiten muss, weil ich meine Rüstung eben fertig habe.
Und das Ganze auch noch bei freiem Eintritt. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Das gibt's aus meiner Erfahrung in anderen Städten nicht. Freier Eintritt hieß es auch beim Männertag im Autohaus Anders. Da kamen einige Unternehmer aus unserer Region zusammen und boten ein buntes Programm für den Mann. Wie das aussah, das sehen wir jetzt im folgenden Video. Eigentlich an das folgende Hintergrund. Wir möchten in erster Linie natürlich auch die neuen Produkte von Mercedes-Benz präsentieren, aber gleichzeitig auch zeigen, dass wir präsent in der Region sind. Wir möchten ganz klar auch zeigen, was es für Neuerungen gibt, was auch der Landkreis Vechta oder auch die Stadt Vechta für andere interessante und attraktive, anschauliche Unternehmen hat. Wir haben nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau oder auch für die Familie verschiedene Aktionen hier. Vielleicht ist so oder das eine oder andere, die eine oder andere Idee für hinsichtlich Weihnachten natürlich auch da, wo die Frau ihren Mann schon mal so ein bisschen in die Richtung lenken kann, was es denn unterm Tannenbaum gibt dieses Jahr. Ja? Viele Leute möchten auf Tuchfühlung gehen, möchten was ausprobieren, möchten auch neue Dinge anfassen, spüren und greifbar machen. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir heute diesen Sonntag gut gestalten können als Man's Day. Natürlich aber auch in puncto für die Familie gedacht. Also von daher, wir haben rundweg rum alles dabei. Und gleich geht es weiter bei uns mit einem Fazit der Landwirte über die bisherige Erntesaison. Und meine Kollegin Viktoria Willenborg, die hat sich vor kurzem in Lohne als Model versucht. Und das auch noch vor einem echten Profi. Payman Armin war zu Gast, bekannt aus Germany's Next Topmodel. Ob das gut ging, das sehen wir nach der Werbung. Immer mehr Möglichkeiten in immer kürzerer Zeit. News auf allen Kanälen. Ein Interesse, 1000 Treffer. Doch was ist wirklich wichtig? Was kann ich glauben? Was sind all diese Informationen wert? Je mehr es davon gibt, desto mehr wächst auch der Wunsch nach Orientierung. Nach glaubwürdigen Artikeln aus erster Hand. Ausgewählten Themen, die wirklich interessieren, egal wo sie stehen. Und nach einer Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet. Das ist es, was meine Zeitung stark und einzigartig macht. Weil jedes Wort Hand und Fuß hat. Mich mitreden lässt. Meinen Blick erweitert. Uns verbindet. Weil jedes Wort das Wichtigste aus Tausenden ist. Deswegen ist meine Zeitung jedes Wort wert. Die OV Digital für 7 Tage kostenlos lesen. Mit dem OV Digital Abo und der neuen OV App bekommt ihr jederzeit die neuesten Nachrichten aus der Heimat direkt aufs Smartphone oder Tablet. Einfach in der App oder unter www.ov-digital.de freischalten. Ohne Verpflichtung oder Kündigung. Jetzt schnell sein, denn diese Aktion läuft nur vom 3. bis zum 18. Oktober. Zum ersten Mal übergab der Kreisland Volkverband Vechta e.V. im Kreishaus an den Landrat eine Erntekrone. Ein symbolischer Akt, bei dem auch ich mit dabei war. Und Vorsitzender Norbert Meyer, der gibt uns da auch noch gleich ein Fazit über die bisherige Erntesaison. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Erntekrone bekommen haben vom Landvolk hier in Vechta. Und das ist das erste Mal, dass wir die Erntekrone hier bekommen haben, zumindest in der Zeit, wo ich hier bin, also mittlerweile seit auch 17 Jahren. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen auch der Verbundenheit zwischen der Landwirtschaft
hier im Landkreis und dem Landkreis als solchen, weil wir für viele Dinge auch zuständig sind, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und es geht einfach darum, auch die Verbundenheit zu zeigen für ein gutes Miteinander. Ja, die Getreideernte ist ja schon abgeschlossen. Wir hoffen in der Regel, dass das Stoppelmarkt abgeschlossen ist. Hat dies ja nicht ganz geklappt, weil das Wetter nicht so mitgespielt hat. Aber wir haben insgesamt eine durchwachsene Ernte. Im Bereich Weizen haben wir zugelegt, im Bereich Wintergerste auch. Aber beim Raps sind wir etwas enttäuscht worden. Da hat das Wetter wohl nicht so gut gepasst. Teilweise waren es Fraßschäden durch Tauben, die den Ertrag gemindert haben. Aber in den meisten Fällen sind wir zufrieden. Wo wir jetzt dabei sind, Kartoffeln werden aus dem Boden gerodet. Da sieht es bislang nach ganz guten Qualitäten aus und Erträge auch mittelmäßig. Insofern sind wir da ganz hoffnungsvoll. Und der Mais hat durch die Witterung, ja, sagen wir mal 14 Tage Verzögerung in der Abreife erzielt. Aber jetzt fängt er an. Und da bitte ich jetzt auch schon mal ein bisschen die Autofahrer um Verständnis, dass eben große Erntefahrzeuge unterwegs sind. Und manchmal, wenn man von einem nassen Acker kommt, lassen sich auch gewisse Erdanhaftungen nicht vermeiden und dann kann es schon mal auf die Straße kommen. Also ein bisschen Vorsicht und Verständnis. Wir bemühen uns natürlich so gut wie möglich zu arbeiten, aber das ist eben Landwirtschaft, da kann man nicht alles voraussehen. Einen Hauch von Catwalk-Luft, den gab es vor kurzem in Lohne im Modehaus Schäper. Laufstegtrainer Payman Armin war zu Gast, unter anderem bekannt aus Germany's Next Topmodel. Und meine Kollegin Viktoria Willenborg, die war so mutig und ist da direkt einfach mitgelaufen. Das Ergebnis, das sehen wir jetzt. Hallo liebe OV-Freisburg-Gemeinde. Hier im Modehaus Schäper ist richtig was los, denn wir haben prominenten Besuch. Payman Armin ist hier und gibt Catwalk-Training. Diese Schuhe werde ich gleich noch dafür brauchen, denn ich werde selbst auf dem Catwalk gehen. Come on. Ja, ich laufe mit dir mit. Dann bitte mal Daumen halten und schieben. Das nach vorne schieben. Dann merkst du, das ist viel weicher, oder? Und nochmal lieber. Ja, das ist so. Hier vorschieben. Genau so ist es. Und nochmal loslaufen. Schön die Füßchen gerade setzen. Gerade setzen, gerade setzen, gerade setzen, gerade setzen, gerade setzen. So, super. Neben mir steht jetzt Payman Armin. Wie gefällt es Ihnen denn hier in Lohne? Haben Sie schon was von Lohne gesehen? Noch nicht ganz so viel, aber ich habe, denke ich, schon mit das schönste Modegeschäft hier gesehen. Okay. Und ganz tolle, liebe Leute, die viel Spaß daran haben, hier beim Laufstegtraining teilzunehmen. Denken Sie, es sind hier auch Talente dabei? Ja, es sind definitiv von Naturtalente dabei, die auch richtig Spaß haben an der Sache. Und für andere ist es wahrscheinlich das erste Mal auf hochhackigen Schuhen und für die ist es natürlich auch spannend, ihr dabei zu sein. Ja. Okay, vielen Dank fürs Gespräch, Armin. Dankeschön. Danke. Jawohl, Jacqueline, go. Mir hat es total gut gefallen, denn Payman Armin hat ein super Catwalk-Training gemacht und jetzt weiß ich endlich, wie es ist, mal ein Model zu spielen und wie man richtig auf dem Laufsteg geht. Respekt von meiner Seite. Also ich glaube, ich hätte keine so gute Figur hingelegt, aber ich konnte mich auch zum Glück hinter der Kamera verstecken. Das war es an dieser Stelle, die erste Ausgabe der OV-Wochenschau. Wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder, jetzt jeden Freitag ab 18 Uhr, hier auf unserer Facebook-Seite oder auch gern auf YouTube.